Hallo miteinander, ich bin der Oliver, Bademeister im Wallgau Bad-Nenzing. Und wie jeder gute Bademeister teste ich natürlich selber zuerst, wie das Wasser ist für unsere Eröffnung am Sonntag. Und wie das Wetter wird, das erfahren wir jetzt gleich. Der Föhn, der war jetzt schon ständiger Begleiter die ganze Woche lang, hat für milde Temperaturen gesorgt und auch für überwiegend freundliches Wetter, zum Teil auch sonnig. Und damit heute miteinander zum Regionalwetter vom Wettering Vorarlberg am 12. April 2018. Wir sind da im Wallgaubad in Nenzing und wie ihr das seht, es wird schon ordentlich vorbereitet für die anstehende Badesaison. Und ja, das Wetter, das macht mit. Wir haben heute am Donnerstag einen recht wechselhaften Tagesbeginn gehabt. Im Süden Vorarlbergs, vor allem so an der Grenze in Rätikonume und auch im Lichterstor, da hat es sogar ein paar Regentropfen gegeben und nördlich davon, da war der Himmel klar, wie da zum Beispiel in Dornbirn, sehr haben wir blauer Himmel in der Früh und jetzt untertags zieht ab und zu eine hohe, dünne Schleierbewölkung drüber, die der Sonnenschein ein bisschen drüber kann. Die Höchstwerte erreichen so zwischen 15 und 20 Grad, je nachdem wo man ist und ja, oder morgige Freitag. Der wird bis auf ein paar hohe Wolkenfelder, die vor allem am Morgen und am Vormittag noch ein bisschen dichter sein können, denn am Nachmittag schon wieder überwiegend sonnig oder zumindest leicht diesig durch die hohe Schleierbewölkung ausfallen und damit dürften doch wenig oder kaum Niederschläge zum Erwarten sein. Vielleicht gibt es ganz vereinzelt ein paar Tröpfle in der Früh oder eben am Vormittag. Der Nachmittag perfektes Wetter und die Temperaturen, die steigen wieder an auf bis zu 20 Grad, also angenehm frühlingshafte Werte. Ja, und wie es jetzt am Wochenende genau weitergeht, das schauen wir uns gleich an. Wir sind schon ganz gespannt, ob das Wallgaubad Nenzing wirklich aufmacht. Das kommende Wochenende dürfte aus der frühesten Bäder sein in ganz Vorarlberg, die da aufmachen. Jetzt fragen wir einfach den Bademeister, der Oliver. Wie schaut es aus? Also wir sind schon voll dran. Wir würden auf jeden Fall heute Abend bis morgen mit allem fertig und können auf jeden Fall am Sonntag eröffnen. Was gibt es denn bei euch speziell im Wallgaubad, das ihr jetzt schon aufmachen? Also das Spezielle bei uns ist vor allem der beheizte Ruheraum. Ohne den könntest du nicht aufmachen, könntest du ja nicht wirklich baden gehen, weil du könntest dich nicht umziehen. Es wäre einfach zu kalt. Wir haben aber auch eine Wassertemperatur bis 30 Grad und das macht es also jetzt schon sehr angenehm zum Schwimmen. Also 30 Grad werden wir nicht kriegen am Wochenende, aber durchaus badetaugliches Wetter. Und wie das jetzt im Detail wird, das schauen wir uns gleich an. Am Samstag ist es überwiegend freundlich mit sehr viel Sonnenschein und damit haben wir perfektes Outdoor- und Freizeitwetter für alle, die gern draußen unterwegs sind. Und die Temperaturen, die steigen noch einmal ein bisschen an und erreichen den Höchstwert von bis zu 22 und lokal sogar 23 Grad. Oder Sonntag, also der Badeeröffnungstag im Wallgaubad in Nenzing, der schaut vor allem am Vormittag noch recht beständig aus, da dürfte sich auch die Sonne immer wieder zeigen, aber dann am Nachmittag, da ziehen von Südwesten her immer mehr Wolken auf und es kann dann vor allem am Abend anfangen leicht zum Regnen oder Tröpfeln, aber allzu viel ist dort noch nicht zum Erwarten und die Temperaturen können am Sonntag doch noch einmal so auf bis zu 18 Grad ansteigen, also ein perfektes Wetter für alle, die da baden oder auch bei Bludenz läuft mit am Start sind. Die kommende Woche, die fängt dann ein bisschen wechselhafter an. Am Montag und Dienstag gibt es immer wieder Regenschauer, speziell dann am Dienstag und auch mehr Bewölkung. Die Temperaturen, die bewegen sich dann nur noch so um die 15 bis 17 Grad maximal. Und das bedeutet natürlich, dass es auf der Bergdom eher regnet als schneit, denn die Schneefallgrenze, die liegt im Hochgebirge und somit wird es weiterhin Tauwetter in der höheren Lagerdomme gehen. Ab Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden wir uns jetzt schon so wie draußen lernen. Schaut das Wetter wieder recht frühlingshaft aus. Wir erwarten Sonnenschein und wieder angenehm milde Temperaturen mit über 20 Grad. Was will man da noch sagen bei diesen Wetteraussichten? Wir wünschen euch allen, die gern draußen unterwegs sind und vor allem allen Buren, die Angst gehabt haben, dass es hier wieder so einen Frosch gibt, ein wunderschönes Wochenende und könnt euch beruhigen. Auch bis Ende Monat geht es mild und relativ freundlich weiter. Ciao miteinander!